Das Update 27.5.4 bescherte uns 4 neue Augments für Atlas, Valkyr, Sarin und einen meiner absoluten Lieblinge, Nidus. Ob die teilweise was taugen, klären wir selbstverständlich hier im Video. Schnacken wir auch nicht lange rum und schauen uns direkt das erste Augment an. Mit enthüllende Sporen bekam Sarin ihr 4. Augment spendiert. Habt ihr diesen Mod verbaut und infiziert Feinde mit euren Sporen, werden euch diese auf der Minimap grün markiert angezeigt. Wir haben zwar schon Mods für das Anzeigen von Gegnern auf der Minimap, aber spätestens wenn wir den Hard Mode bekommen, wird sich zeigen, wie gut dieser Mod für Sarin wirklich ist. Die Vermutung liegt hier nahe, dass im Hard Mode unsere Begleiter mehr im Dreck liegen, als dass diese uns im Kampf helfen werden. Und genau hier könnte das Augment verdammt gut punkten, um uns mit Sarin safe zu positionieren und die Gegner dahin schmelzen zu lassen. Hier gilt es aber wohl noch abzuwarten. Zurzeit jetzt nicht eher so das Augment, das ich zwingend in mein aktuelles Sarin-Bild bauen muss. Das nächste Augment, Schutthaufen, ist, wie es der Name schon erahnen lässt, für unseren One-Punch-Man Atlas. Ist dieser Mod verbaut, bekommen wir bei mehr als 1400 Schutt, das ist unten rechts diese Rüstungsanzeige, kostet uns Erdrutsch keine Energie, verursacht zweimal so viel Schaden und das Anstürmen ist auch doppelt so schnell. Wer wie ich zum Beispiel viel mit Versteinern und Erdrutsch spielt, sollte sich dieses Augment definitiv mal anschauen. Mir gefällt allein schon das schnellere Reinchargen unheimlich gut. Charge Bang, voll in die Fresse. 1A wäre hier eine Kombi mit Pfad der Statuen. Hier hinterlassen wir einen Pfad, der Gegner versteinert. Hier können wir dann praktisch dauerhaft chargen und wandeln Feinde automatisch in Statuen, die sich auf diesem Pfad befinden. Ich habe das Augment auf jeden Fall in mein aktuellen Atlas-Bild mit reingenommen und finde ihn wirklich gar nicht mal so schlecht. Gebt diesem Augment auf jeden Fall mal eine Chance. Erzürnt ist das 5. Augment für unsere Valkyr. Dieses Augment richtet sich dann an unsere 4. Fähigkeit Hysterie. Hiermit erhöhen wir den Schaden und die Crit-Chance um sagenhafte 200%. Klingt doch eigentlich schon viel zu gut. Hysterie erhält für die laufende Dauer aber entsprechend Abklingzeit. Habt ihr also zum Beispiel 30 Sekunden Dauer, hat die Fähigkeit auch 30 Sekunden Abklingzeit. Läuft die Fähigkeit 15 Sekunden, hat sie 15 Sekunden Abklingzeit. Den Rest könnt ihr euch ja eigentlich selbst ausrechnen. Ich feiere das Augment wirklich hart. Ich gehöre zu den Spielern, die ihre 4. Fähigkeit als Oh-Shit-Button nutzen. Und bei geringer Abklingzeit echt geil, um sich schnell mal hochzuheilen und tonnenweise Gegner wegzuschnetzeln. Während der Abklingzeit gibt es ja noch genug Möglichkeiten, um Valkyr am Leben zu halten. Wie zum Beispiel die Combo Daikyu mit dem Lykana. Man kann jetzt hier aber auch drüber streiten, ob die Abklingzeit nun gut oder schlecht ist. Was haltet ihr denn davon? Lasst mir doch gerne einen Kommentar dazu da. Kommen wir nun zum 4. und letzten Augment in diesem Video. Reichliche Mutation für Nidus. Statt 100 Stapel von Mutation können wir nun 200 Stapel erreichen. Hiermit machen zum Beispiel unsere Maden von ausgehungert mehr Schaden und Virulenz natürlich auch. Allerdings hat das Augment einen dicken fetten Malus. Unsere Passive bekommt 30 Sekunden Cooldown. Ja, leck mich fett, 30 Sekunden. Puh, das ist schon eine gewaltige Hausnummer. Ich finde, das ist ein verdammt krasser Einschnitt in die Survivability von unserem Nidus. Da hilft auch der ausgeteilte Schaden nichts. Da bleibe ich lieber bei dem Augment unstillbar, denn hier gibt es keinen Malus und man hat ruckzuck die 100 Stapel Mutation voll. Wie gefallen euch denn die neuen Augments? Ist das ein oder andere vielleicht für dich dabei? Schreibt mir doch gerne einen Kommentar dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.